Aber das ist wirklich so eine Einstellung, nur in OBS kannst du anklicken und fertig ist. Du musst halt das routen, dass das dann passt. Geht natürlich auch nur, wenn du ein Mischpult hast, das mehrere Kanäle ausgibt und so. Und hat dir natürlich gestern auch schon den Stream zerschossen, aber ansonsten ist gut. Ja, es hat mir schon mal den Stream zerschossen, weil ich es unglücklicherweise einmal falsch eingestellt habe. Aber da muss man natürlich drauf achten. Oh, Alter. Bist du da? Genau. Noch eine Neuerung. Ich habe jetzt hier OP auf dem Server und ja, ich habe eine Minimap. Oh. Tom wird das missbraucht, nicht wahr? Ja, voll. Wie viele Eichen hast du noch? Genug. Dann schaffen wir noch eine Umdrehung mit zwei, weil ich habe nur noch drei Stück. Ich mach das. Also nicht, dass sie ein bisschen groß wird jetzt? Das gucken wir jetzt gleich von unten und dann sehen wir schon. Hacker, ja. So, einmal nach unten. Ja, ich glaube, bei PvP-Servern wäre das gar nicht so cool, wenn man die Minimap hätte. Wenn man da wirklich auch die Spieler sieht und so. Die könnte sogar noch höher, Tom. Ah, das stimmt. Könnte wirklich höher. Viel höher. Viel höher, ich habe noch 38 Oak Look. Lock, nicht oh. Look. Haben wir hier irgendwo Bäume? Dann können wir uns ein bisschen snacken. Schnacken. Da gucke ich zu. Pass auf, organisier du mal Setzlinge und ich organisiere Knochen. Ich organisiere Setzlinge, alles klar. Minimap. So ist es. Ach, oh, das ist der. Alter! Das ist dieser gigantische Baum, von dem Martin vorhin erzählt hat. Ah, holy shit, Alter, so, was machen wir jetzt mit Eichensetzling? Das ist heftig. Oh Gott. Was will er denn mal werden, wenn er groß ist? Du meinst den Baum? Er will Baumbart werden. Ja, versteht jetzt Jan wieder nicht, weil er Herr der Ringe nicht gesehen hat. Gut. Ey, ich hab den ersten Teil gesehen. Mach mich mal nicht so. Doch. Ich will. Du auch nicht? Sehr gut. Alles Rabauken. So, jetzt weiß ich mit dem Texture Pack natürlich nicht, ob das Outlook ist, aber sieht gut aus. Das steht da drauf. Ja, aber. Egal. Creeper! Okay. Oh. Zelda Twilight Princess Musik. Tom, ich sag dir ehrlich, die Foundation mit den Bricks, die könnte auch noch ein Stückchen höher. Können wir machen. Outlook, ja. Meinst du Outlook, ja. Oh, das ist auch so ein Abfuck. Wenn ich einfach mit dieser, ich habe auf dieser Pickaxe aus Gründen Behutsamkeit. Das heißt, wenn ich so ein Scheiß, so ein Blatt abbaue, bekomme ich ein Blattblock. Blattblock. Outlook, Outlook. Raindrop. Drop top. Making your black top. Ist das der Hyrule? See, nee, das ist das. Nee. Das ist, glaube ich. Warte, ich will nicht. Weil ich guck nicht nach. Ich glaube, es ist. Wo man angeln kann. Ja, Fishing Hole. Was? Das musst du erklären. Es gibt. Naja, ich höre gerade Musik. Und jetzt ist gerade so ein. Musik. So ein, ja, wenn man, ja, Cover von Twilight Princess Musik und wir haben gerade outgefiggert, von wo das genau ist, weil Linkman hat nämlich Twilight Princess auch gespielt. Der weiß nämlich, was gut ist. Aber Tom, sag mal, ja. Auf Twitch mit DMCA, jetzt auch wenn du das VOD-Ding hast mit der VOD-Spur. Yes. Rein theoretisch könnte jemand reinkommen und jetzt meinen Stream melden. Das ist exakt richtig. Das ist ja immer noch Urheberrechtsverletzung. Genau, da müsste aber jetzt zu dem Zeitpunkt auch ein Twitch-Mitarbeiter sich darum kümmern. Da kommt leider der Axel Voss in mir hoch. Das muss ich ernst nehmen, muss ich dich leider jetzt melden. Hilft nix. Kannst du dich auch jetzt leider piepen gehen. Piepen kann ich. Bestes Zelda immer noch. Ja, ist so. Change my mind. Was? Bestes. Achso, bestes Zelda. Ja. Du hast gar keinen Zelda gespielt, oder? Doch. Jetzt, also. Ich war mir nicht sicher. Jetzt geht's aber los. Ich hab
Ding gespielt. Ich habe das mit dem Mond gespielt. Mit dem Mond. Ja. Ja, da wurde ich ja kann das, dir nicht das, folgen. Dieses Düstere, wo der Mond auf diese Stadt runterkommt. Wo der Mond auf diese Stadt... Ich weiß gerade nicht, welcher Teil du meinst. Ich habe auch nicht alle gespielt. Ja, also der, wo halt der Mond auf die Stadt... Ach so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Diesmal hat es Klick gemacht, sagst du? Majora's Mask. Ah, danke schön. Genau, das habe ich gespielt. Und... Mit Stompi. Alter. Fake-Fan, hä? Was habe ich denn noch gespielt? Irgendwas habe ich noch gespielt. Das ist auch super. Ja, will ich nicht bezweifeln. Oder ey, das ist wirklich super. Boah, hatte ich da Spaß, ne? Das musst du mal spielen, Tom. Das musst du mal spielen. Ich habe glaube ich, echt viel von Spirit Tracks gespielt. Das ist auch sehr, sehr cool. Spirit Tracks habe ich auch gespielt, ja. Das war Spirit. Ja, das Problem ist, hör mal zu jetzt. Also, ich damals von meiner Cousine bekommen und die hat immer Spirit Tracks dazu gesagt. Und deswegen ist das jetzt in meinem Gehirn drin. International, Tom. Nee, Skyward Sword gut. Nach Skyward Sword gut. Ja. Ich habe das Let's Play jetzt abgebrochen. Also ich habe einen Kommentar unter dem letzten Part geschrieben, so, das Let's Play ist jetzt abgebrochen. So gut finde ich's. Da hast du ja wirklich, habe ich einen rausgehauen. Da hast du ja dein Spiel gefunden. Ja, voll. Was war so schlimm an dem Spiel? Du hast das auch mal gespielt, oder? Ja, aber ich bin ja auch kein Zelda-Fan, so. Es war... Erstens, es war nicht Twilight Princess, nein. Dann ist ja schon mal scheiße, ja. Stimmt. Nicht dir recht. Nee, weiß nicht. Ja, geht los bei der grafischen Aufmachung, geht weiter mit zu viel Dialog und das Schlimmste fand ich eigentlich die Steuerung. Ja. Das war Motion Capture, klar, kannst du natürlich mit den Joy-Cons machen. Motion Control, nicht Capture, stimmt. Kannst du die mit den Joy-Cons machen, so. Aber ich fand das nicht geil. Kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen, du? Da muss ich schon sagen, also, es ist nachvollziehbar. Kann auch wirklich sein, dass ich mich einfach zu blöd angestellt habe, aber weiß ich nicht, das hat mir irgendwie zugesagt. So. Wo ist denn der kleine Tom jetzt? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin irgendwo... Ich bin in den Wald gelaufen und fühlt gerade nicht mehr raus. Also ich tippe, aber hast du Setzlinge jetzt? 2. Ja, das reicht ja. Das reicht ja. Es gibt auch eine Knopfsteuerung, das weißt du. Ja, die habe ich auch ausprobiert. Die ist auch scheiße. Also finde ich zumindest. Die ist scheiße. Die ist, glaube ich, die ist noch beschissener als die Motion. Das Motion Capture. Die Motion Capture. Und für Breath of the Wild, das war die, also Tom braucht jemand, der ihm die Richtung angibt, oder? Was hast du? Das war, ja, also mir war das natürlich klar, dass es ein Open-World-Spiel ist, so, aber dass mir dieses Spiel halt ab einem gewissen, also beziehungsweise ab einem sehr frühen Punkt einfach reinwirft und sagt, mach mal, aber nicht, was ich machen soll, damit war ich überfordert. Ja, aber das ist doch was Schönes eigentlich. Also ich fand das besonders schön an dem Spiel. Ja, das ist halt nicht so, wie ich Zelda kenne. Du hast halt die Aufgabe... Also ich bin gerade wirklich nicht mehr zurück. Warte mal. Ja, dann TV. Nee. Die Aufgabe, Bruder, du musst jetzt auf diesen Berg, da ist eiskalt, wie du es machst, mir egal. Nee, aber da ging es ja schon mal los, dass das ja nicht mal gesagt wurde, du musst jetzt auf diesen Berg. Das war ja, dir wurden 9 Bilder gegeben oder so und gesagt, find das mal, so. Also das... Weiß ich nicht. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich den Endboss fast geschafft habe und dann für mich beschlossen habe, alles klar, ich bin damit jetzt durch. Okay. Die Bilder sind aber auch... Was, die Bilder sind optional? Ich dachte, die tragen einen riesigen Teil zur Story bei. Hab ich jetzt gemeint. Was hat er gemeint, oder? Oh, was du meinst? Ist falsch. Falsch. Ja, auch die Story ist eigentlich optional. What? Verarsche mich gerade. Ja, an der Story habe ich ja gar nichts mitbekommen. Ich bin aber irgendwann durch confident genug, dass ich halt einfach in dieses Schloss gelaufen bin und dann zum Endboss gegangen bin. Achso. Keine Ahnung, was in der Story los.
Naja. Jedenfalls spiele ich jetzt wieder Twilight Princess zum 30. Mal durch. Und ist gut. Du musst gar nichts. Eigentlich sollst du die Titanen machen und währenddessen eben die Bilder suchen. Ja, genau. Genau. Und da ich ja eben so ein Typ bin, der sehr viel darauf Wert legt, wenn mir eine Story oder eine Quest gegeben wird. Oh Gott, nein. Wenn mir eine Aufgabe gegeben wird, dann mache ich die auch. Wie war das Zitat? Bro, auf zur nächsten Quest. Yo, Bro, auf zur nächsten Quest. Eieiei. Linkman, hast du das eigentlich mitbekommen? Mit Apo Schmett? Apo Met. John. Ja, ich merk's. Huch. Was? Achso, nee, das wollte ich. Wollte ein bisschen schmusen. Nee, nicht Insi-Modus. Das zieht ja im Moment so einen Rattenschwanz nach sich. Da, das hört nicht auf, ne? Es hört ja wirklich nicht auf. Da gibt's jetzt mittlerweile das vierte Video oder so von ApoRed und jetzt kam noch einer dazu, der von ApoRed ausgepackt hat und quasi von ApoRed zum, also so hat er zumindest erzählt, ausgenutzt wurde und so. Im Sinne von, das war ein kleiner YouTuber, der hat halt gesehen, ja, vielleicht kann er sich ein bisschen an Apo hochziehen. Will ich jetzt, ja, okay, nee, will ich ihm gar nicht unterstellen, dass das seine Intention war. Komm mal her. Und der ist halt dann zu Apo gefahren und die haben halt warte mal, wohin? Mach die mal in der Reihe. Probieren wir später, ob wir da einen Block drauf die machen. Die wollten ein Video. Das hinhaut? Okay. Die wollten ein Video miteinander machen und dann hat halt Apo gesagt, ja, das müsste noch erledigt werden. Alter, wie du da drunter liegst. Das musste noch erledigt werden in seiner Wohnung und das müsste bitte noch machen und dies und das und hat ihm aber das so verkauft, indem er gesagt hat, yo, Bro, jetzt kommt die nächste Quest. Oh, ich weiß aber auch immer noch nicht, ob ich dem Video glauben kann, ne? Weil einerseits, ich traue es halt ab und zu, andererseits ist es schon sehr absurd. Dass du auch als ja, Person da einfach chillst und denkst so, ah ja, klar, nee, Quest machen wir. Ja, vielleicht. Wenn mir jemand sagt, also, ganz ey, wenn du zu mir sagst, Bro, hilf mir mal beim Aufräumen, alles klar, so, Digga, kein Problem. Aber wenn du zu mir kommst und sagst, yo, ich habe eine Quest für dich, räum mal mein Zimmer auf. Alter, nein! Wer bin ich denn? Zelda? Du meinst Link, aber okay. Ja, ja, mit Game Rule Do Weather Cycle Falls. Ah, lol, das könnten wir machen, eigentlich. Ja, dann haben wir. Ich bitte dich darum. Game. Inständig, du Willis. Danke dir, dann machen wir das mal aus. Hast du eigentlich schon deine Abschlussprüfung gehabt, Tom? Ja, das war vor 2 Jahren ungefähr. Also. Ist Tom schon ein bisschen ist frisch aus der Abschlussprüfung, er war gestern noch auf Abschiedsfeier. Nee, also ich arbeite jetzt schon seit 2 Jahren. 2,5. Tom, hattest du denn ein schönes Abschlussballkleid? Ja, ja. Ey, Abschluss war bei uns der absolute Rotz, weil Corona-Moni halt reingekickt hat. Ja, ne? Ja, bei mir ja auch. Ich habe Fachabitur noch cool feiern können, danach war Schluss. Du hast deine Abschlussprüfung morgen, ach, guck an. Ich hab, sorry Linkman, ich hab leider vergessen, was machst denn du nochmal? Was ist denn für Abschlussprüfung? Abi oder ja, vielleicht so eine Ausbildung oder so. Dann hast du direkt nach deinem Schulabschluss die Ausbildung gemacht. Ich hatte noch Fachabi. Ach, du machst den Fisi. Stimmt, ich erinnere mich. Was, der Fisi? Der Fachinformatiker für Systemintegration. Hm, klar, nee, hätte ich mir denken können. Ja, sehr cool. Und wie ist es bis jetzt gelaufen von der Abschlussprüfung her? Was sagt dein Gefühl? Ja, langsam ist, glaube ich, auch an der Zeit, dass ich vielleicht mal den Chat einblende. Aber da habe ich jetzt, glaube ich, nicht eingerichtet hier. Ja, solange du das vorliest, dein Let's Play guckt der keiner. Das stimmt. So, das hört sich jetzt hart an, aber es ist halt so. Aber ich bin auch fein. Wahrscheinlich explodiert das jetzt irgendwie überraschend und dann kommt die Folge raus und richtig schlecht gealtert, die Aussage. Ja. Schön wär's. Naja. Ach, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen, denke ich. Die schriftlichen waren alle 2.